Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Forest. Die Fuge hat neu gestartet, ich speichere. Und da war ich jetzt aber zu. Kurze Folge. Voll witzig. Nein. Ja, total. Ich lach immer noch. Tu ich wirklich. Ja, was wollen wir jetzt gemacht haben? Wir wissen es nicht. Lizard jagen. Da drüben rennt einer. Ich habe gerade angefangen, mir so eine kleine Lizard-Sammlung zuzulegen. Da bleibst du hier. Eine Lizard-Sammlung. Komm. Ja, ja, ja. Du weißt, dass das kein Hund? Ja, weiß ich. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die auch hören können. Okay, gut. Und eventuell es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieses Geräusch auch in ihrem Audiospektrum befindet und deswegen können sie mich vielleicht hören und reagieren drauf. Ja, okay, vielleicht. Es bewegt sich zumindest im Bereich des Möglichen. Im Bereich des Möglichen. Toll ist ja immer noch, dass das Aloe Vero. Hm? Kennst du den? Der gute Aloe Vero, der hier rumwächst, Sommer. Ach, schön. Weißt du eigentlich, auf was für einen Tag wir uns gerade zubewegen? Nein, auf was für einen. Ich weiß es noch nicht genau, ob wir jetzt schon mittlerweile soweit sind, aber bald darf ich gar nicht mehr so viel essen. Ja. Du hast gerade schon wieder gedeckt, ich habe nichts verstanden. Ja, macht nichts, dann erzähl ich jetzt einfach weiter. Okay. Die Hauptsache ist, ich verstehe dich ohne Probleme und das, was ich erzähle, ist in den meisten Fällen sowieso durch irgendwelche anderen Sachen ersetzbar. Ja. Von daher spielt das jetzt nicht so die Rolle. Die Frage ist nur, was wollen wir machen? Wir können jetzt noch einfach irgendwelche Regale bauen, einfach damit die Hütte ein bisschen vollständiger wird. Ich glaube, das mache ich auch. Das ist eine gute Idee. Wir haben Eingeborene durch die Gegend gezogen, wir haben sie filetiert, wir haben einen Garten angelegt, wir haben Feuer angezündet, das befeuern wir gerade nochmal mit ein paar Blättern. Wir haben einen Häschenstall, wo wir die ganze Zeit noch nicht einmal dran waren, weil uns einfach die Häschen so leid tun. Ich sehe da nicht mal Häschen drin. Vielleicht gibt es sie auch nur in meiner Fantasie. Dann hole ich mir jetzt eins von diesen nicht existierenden Häschen hier raus. Guck mal, da habe ich den Hoppelhasen in der Hand. No? Guck mal. So. Und den Hoppelhäschen, den tue ich jetzt einfach mal ins Feuer legen. So. Mörder. Oh. Mörder. Jetzt habe ich gerade den Hoppelhasen in der Hand gehalten, habe links geklickt, jetzt auf einmal hat er den die Haut abgezogen. Das machen wir direkt nochmal. So, du siehst mir so aus, als ob du deinen Bruder angeknabbert hättest, deswegen bist du jetzt fertig. Klitsch! Ist das eklig. Gerade saß er noch in seinem Käfig drin und war fröhlich genüsslich an den Holzbarren am Rumkauen. Ja. Und jetzt kaut er am Nirvana. Der Arme. Am Nirvana vor allen Dingen. Das heißt, er kaut gerade am... Ach scheiße, wie hieß er noch gleich? Jetzt komme ich nicht drauf. Kurt Cobain, genau. Er kaut am Kurt Cobain rum. Ach nein. Das ist süß. Sag ihm mal. Ja, der Typ ist lang genug tot. Man darf Witze drüber machen. Ja. Und abgesehen davon ist er ja nicht gerade selbst unschuldig an seinem Tod, nicht wahr? Das war... Also darf man es erst recht. Aber er hat trotzdem gut die Musik gemacht. Auf jeden Fall. Das brauchst du mir nicht sagen. Ich mag Nirvana. Wahrscheinlich kenne ich im Gegensatz zu vielen auch noch Nirvana. Was habe ich denn hier alles an Scheiß in der Tasche, ey? Aloe Vera ist auf jeden Fall cool. Da kann ich Medizin rauscraften. Wir brauchen Aloe Vera und wir brauchen Marigold. Kriegen wir lecker Medizin. Bei mir laden die Pflanzen nicht mal. Ja, musst ein bisschen genau gucken, dann findest du die schon. Die Frage ist nur, was macht Restored Health? Also wenn du Health brauchst, dann kann ich dir aushelfen. Ich habe irgendwie ungefähr 8 Metz oder so. Ja, 8 Metz. Du hast es jetzt gerade nicht verstanden, oder? Ja, doch. Ich kann dir aushelfen. Boah, tut das weh. Tut das einfach nur weh. Aber ist gut. Schön. Ach, was Mann. Du hast ein Glück, dass wir Freitag haben. Da müssen wir nicht davon ausgehen, dass der Abend zu kurz wird. So. Oh. Da kann es immer noch witziger werden. Ist es ja noch nicht. Ich kann keine Medizin mehr herstellen, leider Gottes.
So viel? Oh, hat der feine Herr zu viel Medizin? Ja. Unmöglich. Ich hab ein Steinchen. Ich freue mich über Steinchen. Du weißt jetzt auch, was das für ein krankes Geräusch ist. Das ist nämlich genau das, wenn du einen Stein durch die Gegend wirfst. Dieses Plätsch, Plätsch, das ist das Steingeräusch. Aber das war vorhin, wo weder du noch ich einen Stein durch die Gegend geworfen habe. Ja, vielleicht habe ich den einfach so hoch in die Luft geworfen, dass er erst 2 Stunden später wieder auf die Erde schlägt. Natürlich, du Arschkeks. Ja, ich bin halt ein sehr athletischer Mensch und ich kann Steine sehr hoch werfen. Mhm. Hashtag O-Ton-Charts, Hashtag Steine klingen lassen. Wir sind übrigens wieder allein im Channel, ist das schön ruhig. Ja, das ist wunderschön ruhig. Zwischendurch ist mir ja schon ein bisschen auf den Sack gegangen, ne? Dieses ganze Gelaber zwischendurch. Ja, schlimm. Awesome. Was ist jetzt eigentlich hier mit Holz und so? Also, ne, ich habe ja hier doch schon noch eine Sache, die fertig gebaut werden müsste. Ah, okay, ich hole schon wieder Holz. Ja, nenne mir einen Alternativvorschlag. Sollen wir nochmal ins Dorf gehen? Können wir auch tun eigentlich. Okay, dann lass mich kurz eben mein Reh hier essen. Dann pass auf, dann machen wir das so. Dann machen wir jetzt die Folge, die dödeln wir jetzt einfach nur hier doof in der Ecke rum. Wir setzen uns in die Ecke von unserem Haus und fummeln und gegenseitig an uns rum. Und dann gehen wir gleich. Ich spüre ein Damoklesschwert über meinem Kopf schweben. Ich weiß auch nicht warum. Würde mich jetzt auch mal interessieren, wer kennt diesen Begriff überhaupt noch? Wahrscheinlich kaum einer, oder? Ich nicht. Auch schon nicht mehr, du Ungebildete! Woher es genau kommt, kriege ich allerdings auch nicht mehr zusammen. Warum oder was genau dieses Damoklesschwert gemacht hat. Ich gehe mir fast davon aus, dass es auch irgendwas mit Enthaupten zu tun hatte oder sowas. Auch Tschüsschen. Das war jetzt so blöd, das muss ich jetzt anmerken. Die Regie sagt mir gerade, das Schwert ist Damokles. Nein! Wirklich? Ja, da wäre ich auch schon selber drauf gekommen. Nee, nur was es genau für eine Bewandtnis damit hatte. Das ist ja jetzt hier gerade der Punkt, über den wir gerade am Debattieren sind. Und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es halt irgendwas mit einer Drohnenvorahnung zu tun hat. Nur was? Oder beziehungsweise ist ja dafür, dass man halt eine Drohnenvorahnung hat. Ach, ist das schön, wenn die Regie am Arbeiten ist, immer. Ach, Dionysos, der alte Friedensbrecher, der. Kommt auch. Oh. Du siehst übrigens genauso kacke aus. Nach was schlägst du gerade? Nach gar nichts, ich hab doch gar nicht gehauen. Ich sag nur. Folge 100. Weiß ich nicht was, da kannst du sehen, wie du nach mir geschlagen hast, Fräulein. Ja, da hab ich nach dir geschlagen, beziehungsweise nach dem Lizard, aber da. Nein, ich meine jetzt gerade in der aktuellen, wo wir sind. Ich speichere mal ganz kurz eben. Hab aber nicht gehauen. Speichern. Hast du mich gehauen? Nein, ich dich noch nicht. Ach, damit. Ja, ich höre ja schon auf. Einmal noch. Nein! Au, sag mal! Okay, jetzt gibt's, jetzt aber. Nein! Bleibst du wohl hier? Ist das doof? Wie ich damals im PvP einfach schon letzter geworden bin. Wie ist bei mir einfach leck nicht, ich kann nicht treffen, deswegen. Das ist mein großer Vorteil. Mhm. Was? Ey, aua! Warum schlägst du mich denn eigentlich? Warum schlägst du mich eigentlich? Kannst du auch mal sterben? Kannst du nicht mal sterben? Ist das doof? Das ist so unglaublich blöde. Nein! Was machst du da? Nein! Sterben? Nein! Du streckst mir gerade.
Wieso? Au. Ich hab dich gerade aufgehoben. Ich hab dich resurrected. Ich möchte testen, ob das nochmal geht. Danke. Hasse dich. Ich hab mich ein Bier verschluckt. Macht nix. Ich sterbe. Nein. Kannst du mich jetzt mal töten? Ja, ich bin dabei. Mann. Ich bin hier am Hacken wie... Ah, komm. Kann ich dich auch noch die Gegend schieben? Bitte, lass mich die durch die Gegend schieben können. Ach, schade. Hä? Also aufheben kann ich dich auf jeden Fall schon mal. Aber Kopf abtrennen geht nicht ganz so gut. Oh. Oh, doch. Aber Spläunchen geht nicht. Ich survived null. Ach, jetzt ist meine Axt weg. Habe ich die jetzt auf den Schultern? Kann ich die jetzt hier hinlegen? Nee. Wo ist meine Axt hin? Hast du die Axt etwa mit ins Totenreich genommen? Du Schelm? Nein. Ich kann nichts mehr töten. Der Lizard krabbelt hier rum und denkt sich, leck mich doch am Arsch. Naja, jetzt ging's. Oh, ja. Ich fürchte jetzt schon die Rache. Ich nehme hier schon mal den guten. Ich bin zu sehr dafür. Ich nehme mir schon mal den guten Borschka-Wodka in die Hand. Der brennt nämlich ganz gut, den kann man werfen bis ganz weit in die Ferne. Guckst du mal, hier kommt der Wodka geflogen. Wirf wenigstens mit Bier. Und der Weg mag geschmiegt sein von brennenden Feuern extra für dich. Ah, guck mal, jetzt bist du auf einmal wieder so ein maximal pigmentierten. Oh, supi. Ach. Guck mal, möchtest du einen Lizard haben? Guck mal, der baumelt ganz fröhlich bei mir in der Hand rum. Guck mal, wabbelt noch. Hallo? 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 Nee. Ah, hier. Nee. Hä? Wo? Da. Au! Sag mal. Ich wollte einen Lizard zur Freundschaft anbieten und ich werde hier geschlagen. Einfach hinterlistig auf... Oh Gott. Jetzt muss ich aber hier den Brenner rausholen, du. So geht's aber nicht weiter, du. Ach ja, das macht ja keinen Schaden, so ein Scheiß. Irgendwie haben wir jetzt gerade nur Mist im Kopf. Kann das sein? Heftig. Aber jetzt habe ich wenigstens die Idee... Ich mache mir mal was zu essen. Ja, mach das mal. Ich habe mir gerade ein bisschen Medizin gegönnt. Ich wollte ja auch nur, guck mal, du musst jetzt mal einfach von dem Punkt ausgehen. Ich fand unsere Behausung jetzt langsam ein bisschen farblos. Und deswegen habe ich mir gedacht, es wäre ja eigentlich vielleicht mal eine coole Idee, wenn ich anstatt den typischen eingeborenen Totems vielleicht mal oben so einen Kopf von dir drauf mache. Hä? Das wäre doch mal ja, was anderes. Ja, ja. Warum das hat nicht einen? Ja, nee, weißt du, dann ich brauche meinen Kopf ja, sonst kann ich das ja nicht bewundern, wie schön ich das gemacht habe. Ach so, ja, verständlich. Ich brauche meinen ja eh nicht, ich denke ja eh nicht damit. Nö, eben, man weiß ja auch, dass du halt ein bisschen, naja, ja, also du hängst zwar gern mit dem Kopf in den Wolken, aber das war es dann auch schon. Ich wollte übrigens auch noch das Regal fertig bauen hier. Ja, wird schon. Oder die anderen Arten von Regalen. Wir haben ja schon zweimal eine Snackbar, da machen wir nochmal ein Medizinkabinett. Stellen wir direkt mal daneben, würde ich sagen, ne? Wie ich nicht mal die Tür treffen kann. Ja, Hauptsache du benutzt halt den Kopf nicht, ne? Das ist halt... Ist das schon fertig? Essen? Essen? Essen! Essen! Gib mir Essen! Ich kann das Essen nicht nehmen. Ich hab nur noch zwei Mets. Ist da... Was ist denn da jetzt reingefallen? Ist da ein Ich? Da ist jetzt gerade ein Vogel reingeflogen. Der hängt da immer noch rum und wabbelt. Auf der rechten Seite hängt dieser... Da, der spreizt die Flügel noch aus. Oh Gott, ist das... Nein! Nein! Der arme Vogel! Mit Vögeln hat man Mitleid, ja? Ja, Vögel sind ja auch wunderschöne Tiere. Nicht so wie... Ich sag jetzt nichts, das kann man jetzt als... Dann heißt es nachher wieder... Du bist voll der Rechtsarschloch. Gehst mal aus dem Weg, bitte? Ja. Ich mach jetzt meinen Molotow-Dings da... an. Au. Da, bitteschön. Weg frei. Ja, jetzt brennt's da aber. Nein, jetzt brenne ich! Scheiße!
Alles klar, ich renne mit meinem Arsch ins Wasser und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss.